man auch solche Spiele, wo man zeigen kann, hey, ich bin da, ich kann euch auch helfen. So, natürlich, in jedem Spiel kann man zeigen, wie man drauf ist, wie man der Mannschaft helfen kann. Und auch solche Spieler sind für mich auch wichtig oder halt für die Spieler, die im Moment weniger spielen, wichtig. Einfach zu zeigen, dass man da ist, dass man nicht nur im Training alles gibt, sondern auch an solchen Spielen alles gibt und einfach sich beweist und dass man auch in die Mannschaft fühlt. Trainer, war zufrieden mit deiner Leistung? Wie würdest du deine eigene Leistung beschreiben? Es war ein solides Spiel von mir, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Du hattest hier eine schwere Kreuzbandverletzung. Bist du jetzt körperlich schon wieder bei 100% oder hast du das Gefühl, es fehlt noch ein paar Prozent? Ja, ich würde schon sagen, dass ich jetzt bei 100% bin. Ich hatte jetzt auch eigentlich seit Anfang Juli, seit ich wieder voll im Training bin, keine Probleme mehr damit. Haben jetzt auch bei der U23 ein paar Spiele gesammelt. Und ja, also ich würde sagen, dass ich wieder bei 100% bin. Ja. Dieser Weg über die U23, hat er sich jetzt bewährt in der Nachbetrachtung, dass du da erstmal spielpolitisch gesammelt hast? Ja, natürlich. Im Endeffekt war ich jetzt seit Oktober raus und im Endeffekt hilft mir jedes einzelne Spiel weiter, egal jetzt ob U23 oder halt natürlich bei den Profis, wo ich natürlich auch dann spielen möchte. Aber ich bin über jede Einsatzminute sehr glücklich und es hilft mir auch sehr weiter. Und so langsam bist du aber bereit für die Bundesliga, oder? Ja, natürlich kribbelt es auch in mir und ich will natürlich auch auflaufen. Ich durfte auch schon für 10 Minuten Bundesliga-Luft schnappen, aber natürlich, ja. Du bist jetzt ein paar Wochen, Monate hier. Wie ist dein Eindruck? Wie hast du dich eingelebt im Verein? Ich habe mich eigentlich ziemlich schnell eingelebt in den Verein. Ich lebe den Verein schon und es hat mit Rapid eigentlich, ist ähnlich mit Rapid, nur halt deutlich größer. Aber von den Fans her und von der Anlage, wie der Verein lebt, ist es ziemlich ähnlich. Von dem her war es nicht allzu schwer, mich hier einzuleben. Ja. Das ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Also wenn ich heute deine Körpersprache so beobachtet habe, man hat gesehen, du willst unbedingt. Ja, natürlich. Ich bin einfach ein Arbeiter und ein Kämpfer, der alles am Platz liegen lässt und wenn ich das nicht gebe, dann bin ich hier falsch. Wie siehst du so den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung? Maya Yoshida, ja ein ganz erfahrener Typ. Kannst du hier vielleicht noch was lernen? Oder wie siehst du ihn zum Beispiel? Ja, natürlich. Ich stehe mit ihm jeden Tag am Platz. Lerne auch extrem viel von ihm. Kann mir einiges abschauen, was ich besser machen könnte, was er macht, was ich auch da umsetzen möchte. Und auf jeden Fall, diese Erfahrung hilft mir dann schon auch extrem. Und Sepp ist auch ein richtig guter Innenverteidiger. Ja. Also, ich glaube, wir matchen uns sehr gut in den Trainings.